Hallihallöchen und willkommen zurück zu einem weiteren Part. Mein Name ist Gelato86 und wir spielen das Spiel Final Fantasy 15. Ja, so, was wir in diesem Part versuchen, oder was ich versuchen werde in diesem Part. Wir sind hier in Lestalium und hier gibt es auf jeden Fall noch eine Jagdmission, die ab Level 99 ist. So. Und daran will ich mich heute versuchen. Lust auf ein Happen zu essen? Ja, essen. Nee, kein Essen. So, und zwar Toter General und König. Das haben wir noch nicht und dadurch pusht uns das auf Rang 9. Und dadurch können wir weitere Quests wieder annehmen. Das ist sehr gut. Ich hoffe, wir schaffen das. Oh, ihr wollt uns also. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Es ist aber auf jeden Fall was Starkes und es ist bestimmt über Level 100. Wahrscheinlich so wie der andere Gegner, irgendwie Level 120 oder so. Was ich auf jeden Fall noch machen werde, ist Heilmittel kaufen. Wir haben im letzten Dungeon, das war im letzten Part, genau, im letzten Dungeon und im letzten Part haben wir sehr viel an Heilmittel verschwendet. Und das werde ich mir jetzt erstmal zurückkaufen wieder. Am besten vom Auto aus, da können wir Heilgegenstände kaufen. Und das machen wir jetzt auch. Ansonsten gibt es nichts mehr zu sagen. Ayakashi. Okay, Ayakashi ist doch dieser Samurai-Kämpfer, oder? Okay, alles klar. Geschäft. Kaufen. Können wir eigentlich noch hier von diesen Wertgegenständen? Ich glaube, da habe ich auch letztens alles voll gekauft. Okay, auf jeden Fall, hier gibt es coole Sachen zu kaufen. Pannen brauchen wir nicht. Wir können auch hier das Essen kaufen, das ist auch nicht schlecht. Müssen wir nicht immer hier hin und her pendeln. Genau, was ich wollte, ist Heiltränke. Wir hatten irgendwo mal, ich glaube im letzten oder vorletzten Part, hatten wir irgendwie so ein krasses Item gefunden. Und mit diesem Item können wir uns automatisch heilen. Das heißt, wir müssen nichts mehr machen. Und Heiltränke werden automatisch benutzt, wenn 50% nur noch bleiben am Leben. Oder weniger als 50% vom Leben. Dann benutzt er das automatisch und das ist wirklich sehr, sehr cool. Das hat uns auf jeden Fall im letzten Part geholfen. So musste ich mich nicht immer wieder heilen. Sondern wurde halt automatisch geheilt. Gut, da wir das jetzt geklärt haben und ich auch vollgekauft habe, werde ich jetzt irgendwo hier hinfahren. Ach, guck mal, hier ist ja noch eine Ah, hier ist Sanya. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen, weil das sieht man gar nicht, ne? Aber hier ist noch ein Fragezeichen. Das ist sehr gut, weil ja, cool, da gibt es so eine Mission. Alles klar, weiß Bescheid. So, dann fahren wir mal mit dem Auto dorthin. Zu dem Gegner und ich hoffe, wir schaffen den mit dem ersten Versuch am besten. So, ich denke mal, wir gehen hier hin. Genau, dann werde ich die Quest annehmen. Und dann reiten wir mit dem Schokobo hoch. Ich glaube, so machen wir das. Umgeben von Zivilisation schläft es sich besser. Nichts gegen Übernachten in der Wildnis. Aber sicherer ist es hier allemal. Ja, und da sind wir auch schon angekommen. Und hier vorne ist auch die Sanya. Mal gucken, was die uns jetzt wieder gibt. Irgendwas mit Fröschen, oder? Ist wirklich vorbildlich. Hier ist eure nächste Aufgabe. Meint ihr, ihr schafft das? Ganz bestimmt. Wir schaffen alles. Im Auftrag des Doktors greife einen Greif besiegen. Okay. Ja, das werden wir auf jeden Fall machen. Ob diese Frau wirklich Dr. Jäger ist? Ja, aber erstmal gehen wir hier vorne zu dieser Mission hier. Und werden Ayakashi herausfordern. Also reiten wir mal mit dem Schokobo dorthin. Ich reite voraus. Ich habe das Gefühl, das wird ein langer Kampf, weil wir kein Limitrausch haben. Also sprich, wir werden nicht mehr Schaden machen als maximal vielleicht 10.000. Und mit dem Limit hätten wir dann über 100.000 Schaden gemacht. Mal gucken, wie das sein wird. Also ich kann mich erinnern, ich habe schon mal gegen so einen gekämpft. Das war, glaube ich, im Kraftwerk. Der war Level Power 70 und der hat uns schon zu Schaden gemacht damals. Gut, damals waren wir, glaube ich, selbst Power 70, aber das macht nichts. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie schnell das jetzt hier vorbeigeht. Der ist bestimmt Level 120. Wenn die Mission schon ab Level 99 ist. Ja, dann let's go. Bis bald, Kleiner. Okay, da ist er. Aus meinen Augen. Der ist 110. Okay, alles klar. 110, glaube ich, ist noch akzeptabel. Okay, das ist das, was ich gesagt habe. Er tut uns natürlich mit einem Hit killen. Achso, wir haben doch automatisches Heilen. Da muss ich ja gar nicht mehr drauf achten erstmal. So. Ich versuche dann richtig viel Damage zu machen, aber ich meine richtig viel.
Also viel, viel, viel. Ultra viel. Dafür brauchen wir auch hier Stärke-Hexen und sowas. Einfach, um ihn zu verhauen. Oha, der hat ja voll die Resistenz, Alter. Magie? Ich versuche jetzt alles auf den irgendwie zu dreschen. Okay, die Jungs, die Scheiben irgendwie schaffen die zu sterben. C-Macher, was ist denn das? Steigert die Verteidigung. Nee, sowas brauche ich nicht. Ich brauche was, was Damage macht. So, Ignis braucht auch Heilung. Ja, ich glaube, das wird ein sehr langer Kampf werden. Boah, das gibt's doch gar nicht. Mach dich auf was gefasst. Da! Kein Thema. Also dann, Noct, alles bereit? Wie wenig wir Damage machen. War so nicht geplant. Boah, das ist ein krasser Gegner. Also hier muss ich mich auf jeden Fall ein bisschen konzentrieren. Das heißt, ich würde hier ein bisschen weniger quatschen. Und mehr auf den Kampf hier konzentrieren. Ja, das Doof ist, dass wir halt den wirklich nicht viel Damage machen. Er hat eine Verteidigung wie sonst noch was. Und dann macht er hier 10.000 Schaden. Naja, ich versuche das Beste. Wobei, ein bisschen haben wir ja schon abgezogen. Das heißt, so viel hat er auch wieder nicht. Boah, wie schnell. Ich komme gar nicht klar mit dem. Der ist zu stark, aber das dauert einfach nur Zeit. Wir kriegen den schon down. Wir kriegen den schon down. Mal wieder verbockt. Kein Thema. Nein, lass mich los. Ignis. Meine Stärkung für dich. Danke dir. So, und dann am besten noch hier Stärke erhöhen. Ach, haben wir schon, du hast beschwören, wir können beschwören. Warum kommt keiner? Keiner möchte kommen. Was der abzieht, das ist unnormal, das ist echt unnormal. Nicht leichtsinnig werden. Entschuldigung. Doktor! Immer schön! Ja, okay, Phönixfeder selbst gibt er sich keine, alles klar. Das muss ich schon selbst machen. Um diesen Schwertschwinger kümmere ich mich. Besser auf noch. Ja, doch. Deine Stärkung. Für dich. Danke dir. Ist der immun gegen. Oh, da steht unsterblich oder was? Unverwundbar. Ach so, das heißt, ich mache gar keinen Schaden mit Magie gegen den. Okay, das ist ja natürlich super fies. Das ist ja echt fies. Das heißt, wir dürfen keine Magie auf den benutzen. Okay, weiß ich Bescheid. Das heißt, man muss den mit. Man muss den mit Dings da besiegen. Mit normalen. Also mit physischen Attacken. Hier drüben! Doch, ich will beschwören, warum kommt keiner? Keiner kommt, echt.
Nicht dahin. Ja, ich mach doch Warpunkt. Ach, verdammt. So, jetzt auf ihn, auf ihn. Okay, alle sind tot, das heißt, ein Feinelixier. Ich tue die ganze Beschwörung, aber anscheinend möchte mir keine Bestie helfen. Also das ist auf jeden Fall hilfreich, dass ich automatisch geheilt werde. Beschwören, warum kommt denn keiner? Bitte. Ey, das ist wirklich eine Schande. Wir haben Bestia. Es ist eine Schande. Wir haben wirklich Bestia und keiner kommt, weil irgendwelche Voraussetzungen nicht stimmen. Das ist eigentlich so gesehen der größte Müll, dass man bei Final Fantasy 15 nicht immer Bestia beschwören kann. Also generell bei einem Rollenspiel davor konnte man immer machen. Immer. Wirklich jedes Mal konnte man die Bestia beschwören, wenn man es wollte. Aber hier muss man ja natürlich irgendwelche Voraussetzungen machen. Naja, vielleicht war das auch so geplant, das ist halt so wie es ist, können wir nicht ändern und man macht das Beste daraus. Okay, zwei sind tot, das heißt hier Phönixfeder. Und noch eine Phönixfeder. Oh, wir haben irgendwas der Trümmer, das ist gut. Ja, dieser Boss ist auf jeden Fall eine Herausforderung, aber wir machen Damage. Also es dauert halt nur ein bisschen. Aber man sieht, ich mache den einigermaßen gut Damage. Halt durch, ich komme. Oha, Instant Kill. Das ist ja schlimm. Kleine Stärkung für dich. Danke dir. Man reißt nicht zusammen. Ja doch. Nein. Das gibt's nicht. Der killt die ganzen Leute von mir. So, einfach weiter drauf. Wir haben fast die Hälfte abgezogen. Wir haben fast die Hälfte abgezogen und kämpfen hier bestimmt so 7 Minuten schon. Der macht normale Hieb 10.000 maximalen Schaden, das ist krass. Ja, hier geht's richtig zur Sache. Das ist mal ein richtiger Kampf hier.
Also Pronto macht eigentlich ganz gut mit dem Schuss. So gut Damage. Also Ignis stirbt auch sehr, sehr oft. Keine Ahnung warum. Boah, jetzt machen wir Damage. Oder haben Damage gemacht, richtig gut. Jawohl. Keine Ahnung, was er gerade macht, aber wir machen Damage. Mann, der hat aber Damage bekommen. Okay, Phönix-Feder, nee, Mega-Phönix. Ich hab die ganze Zeit, achso, vergessen Magie zu machen jetzt, fällt's mir da ein. Der ist ja gegen Magie immun. Aber wir haben ihn gleich. So, wo ist denn Phönix? Ach, hier. Gerade noch rechtzeitig. Danke. Ja, Beschwörung hat geklappt. Nee, ich dachte Shiva. Okay, es ist Leviathan. Mal gucken, was an Damage macht. Danke, Leviathan. Wenigstens etwas. Erledigt! Wie geil ist das denn? Der hat ihn gekillt! Ja, besser kann es gar nicht laufen. Mission completed. Ey, das ist ja cool. Jetzt weiß ich nicht, hat Leviathan ihn sofort komplett gekillt oder hat er nicht mehr viele HP gehabt? Weil ich glaube nicht, dass Leviathan Instant Kill macht, oder? Und wenn ja, haben wir echt gut Glück gehabt. Ja, wir haben die Mission geschafft. Danke Leviathan. Zum Glück. Ja, würde ich mal sagen, zurück und die Mission mal abgeben. Da sind wir jetzt in Lestalium angekommen. Das Gute an der Sache ist, wir kommen gleich in Rang ab und wir können dann hier vorne, wo war das? Doch, das war hier. Nee, Quatsch. Hier oben, genau, hier oben war das. Und dann können wir hier weitere Jagdmissionen machen. Und dann sind wir auch schon fast Rang 10 oder so, wenn wir dann alles haben. Also Rang 10 ist das höchste Rang oder der höchste Rang. Und dann hätten wir soweit alles von den Jägermissionen. Willkommen. Wir bekommen eine Schleife, ne? Habe ich gelesen. Ihr habt's echt drauf. Schleife. Und 42.000 Mäuse. Wie fett ist das? Barmherzige Hand. Stufe 9. Cool. Centurio? Centurio-Reif. Okay. Möchtet ihr gibt's was noch trinken? Was? Ihr würdet uns nee, hier hat er nichts helfen? Mehr. Alles klar. Herzlichen Dank. Beehrt uns bald wieder. So, warte mal, wie war das jetzt nochmal ganz kurz? Herzlich willkommen. Wir brauchen jetzt wie viele Punkte? Lust auf ein Haben zu essen? 2 von 43, das heißt, das ist dann das Ende. Okay, das heißt, es gibt noch 41 Punkte zu holen und dann sind wir voll. Also dementsprechend sind wahrscheinlich wieder irgendwo welche neue Aufträge gekommen oder was auch immer. So, was haben wir bekommen? Wir haben einmal die Schleife. Klar, Schleife kennt jeder aus jedem Final Fantasy, ist wegen Status, dass man keine Statusveränderung mehr bekommt. Und das andere ist
Dieser Armriff wird von Kommandeuren getragen, erhöht die LP um 1000. Achso, den haben wir schon mal gesehen. Ja, das ist jetzt nichts Tragisches. Aber Schleife ist cool. Könnte ich mir geben. Allerdings, Nee, ich glaube erstmal nicht. Erstmal nicht. Die Festivalsaison steht vor der Tür. In Altissia ließ sie sich bestimmt. Weil wir halt noch. Meinst du wirklich? Ja, ich bleib erstmal bei den anderen Accessoires. So, wir hatten eingekauft. Ich glaube, wir können direkt wieder einkaufen gehen. Trotz der Hitze. Weil wir ziemlich viel jetzt auch wieder in diesem Kampf verschwendet haben. Und ja, und dann geht's dorthin, wo ich gesagt habe. Und da werden wir die weiteren Jäger-Missionen machen. Ich meine, wir haben noch genug zu tun. Es gibt immer noch Aufgaben wie diese ganzen Schatten. Aber ich merke hier, das wird jetzt richtig, richtig schwer. Da müssen wir noch diesen Dungeon hier machen. Hier gibt es einen Dungeon, habe ich gehört. Und ja, hier ist die Landebahn. Dieses gelbe Dingsbums ist halt eine Landebahn. Und da müssen wir halt mit dem Auto dort landen. Und ja. Und was es hiermit auf sich hat, habe ich auch keine Ahnung. Da muss ich mich auf jeden Fall erkundigen. Da muss ich irgendwo was besorgen und ja, muss ich mich dann noch informieren. So, wir fahren jetzt erstmal ins Geschäft und kaufen uns hier voll. Am meisten natürlich Phönixfeder. Davon haben wir ja ein paar Stück benutzt. Ja, und dann würde ich sagen, hier auf zum, keine Ahnung, wie das hier oben heißt. Meldokia Jägerzentrale. Auf dorthin. Ganz schön runtergekommen. Hab dich nicht so. Freu dich lieber, dass wir hier Waffen kaufen können. Ja, aber hier gibt es zwei Waffen zu kaufen, aber die sind alle kurz. Weil wir mittlerweile viel, viel geilere haben. Jo. Ah, ja, wir sind zurück. Na? Super. Genau, jetzt fällt es mir ein, wir müssen noch auf der linken Seite ungefähr in der Mitte und ganz ein bisschen nach links ist ja dieses Angelsymbol, da müssen wir auf jeden Fall noch irgendwas angeln. Also. Aber um das zu machen, müssen wir auf jeden Fall stärker werden. Boah, Jägerragout, das sieht echt gut aus. Das essen wir mal. Klar, kommt sofort. Und ja, wir müssen auf jeden Fall die Angelskills verbessern. Die sind so schlecht bei mir. Ich muss irgendwann mal angeln. Einfach mal so angeln, campen, angeln, campen, damit das immer hochgeht. Und ja. Wir warten Ruhm und Ehre. So, was haben wir denn hier? Ein Hähnkampf. Aha, was haben wir denn hier? Menschenfresser. Eine verbesserte Schlange. Die verbesserte Midgar-Schlange. Und hier Dämonenwall. Aha, Dämonenwall. Kommt uns bekannt vor uns, weil wir damals mit Noctis in der Zukunft waren. Also was heißt in der Zukunft? In der Gegenwart, wo er halt groß war. Wo die 10 Jahre vergangen sind. Da sind wir ja auf so einen Dämonenwall gestoßen. Außerdem gibt es Dämonenwall in Final Fantasy 12. Und ich glaube noch in Final Fantasy 10 und keine Ahnung, auf jeden Fall. Das ist auch ein recht bekanntes Monster aus der Final Fantasy Szene. Universum. Ja, dann werden wir mal diesen Gockel hier jetzt noch jagen, ne? Der kommt tagsüber. Ich hoffe, wir haben Tag. Gute Wahl. Wird bestimmt eine Herausforderung. Nicht aufgeben. Genau, wir geben nicht auf. Wir gehen Gockel jagen. Ach. So, wo ist der Gockel? Der Gockel ist irgendwo hier. Das ist perfekt, da können wir direkt mit dem Auto. Ja, besser kann es gar nicht gehen. Also, let's go. Das ist perfekt, weil hier können wir direkt nochmal das bisschen Mana zapfen. Weil wir brauchen auf jeden Fall Mana, wenn wir in die kommenden Dungeon gehen. Muss ich auf jeden Fall viel, viel Mana herstellen, weil so wie es im letzten Dungeon zuging, in diesem Schatten von bla bla bla, habe ich ja, da waren ja diese Pudding und so, ne? Die waren ja gegen physischen Schaden immun. Das heißt, da wurde ich gezwungen, entweder Magie zu machen oder halt den Ring. Ring der Luzis. Und ja, wir müssen auf jeden Fall viel Magie machen. Und da muss ich auf jeden Fall noch ein paar Vorbereitungen machen, bevor ich in den Dungeon gehe. Und ja, dann machen wir jetzt erstmal hier diese paar Monsterchen. Ja, das ist sie. Ich meine, wenn schon, dann können wir auch ein bisschen Magie machen. Was ist los? Also gleich. So jetzt. Gegnis, wo bleibst du? Verdammt, ich will doch hier. Ah, jetzt geht's. So. Element Aura. Dankeschön. So, let's go. Oh, wir machen gut Damage. Sehr geil.
Danke. Wo hast du das denn gelernt? Nimm's mir nicht übel, oder was? Nimm das! Ignis, los! Eine kleine Stärkung für dich! Danke dir! Ja, komm schon auf ihn. Ja, manche Attacken kann man auch gar nicht blocken, aber das macht nichts. Hauptsache, der Vogel kriegt jetzt erstmal gut Damage. Ja, das ist es. Gleich haben wir ihn. Jawohl, wir haben den. Schöne Schwanzfeder. Mhm. Sehr, sehr zweideutig. Ja. Ja, da würde ich mal sagen, wir geben die Mission ab. Aber Noctis ist vergiftet. Noctis, hör auf, vergiftet zu sein. Ja, Gockel. Gleich ein Gockel. Kukuriku. So, dann auf zum Auto. Das war doch auch irgendwo hier vorne, ne? Warte mal, wo ist mein Autochen? Genau in die entgegengesetzte Richtung da. Ja, dann zurück zum Auftragsgeber, wie ich schon gesagt habe. Ganz schön runtergekommen. Hab dich nicht so. Freu dich lieber, dass wir hier Waffen kaufen können. Okay, let's go. Ah, jawohl, wir sind zurück. Und der Gockel ist tot. War's eine gute Jagd? Entspannend pur. Megaphönix ist, oh, ich wünschte, ich könnte irgendwo Megaphönixe farmen. Das wird cool. Was führt euch her? Okay, was haben wir denn hier noch? Den Menschenfresser. Ja, ich denke mal, diese Schlange machen wir. Auch ein Phönix. Lebensraum. Raum? Vesperspiegel. Was? Vesperspiegel. Ja, keine Ahnung, wo das ist. Auf jeden Fall, die kommt Tag, Nachts, egal. Okay, das wäre geklärt. Die kommt auf jeden Fall die ganze Zeit. Dann würde ich mal sagen, also dann, let's go. Gesocks. Und wir besiegen es. Ach, die Schlange ist perfekt da unten. Ich glaube, das war genau dort, wo die andere Midgar-Schlange war. Die heißt Hafitomoro. Ich habe es natürlich wie immer falsch gelesen. Aber das macht nichts. Auf jeden Fall, wir gehen jetzt diese Schlange hier jagen und daraus machen wir einen Schlangenragout. Joa, das hört sich gut an. Okay, da vorne ist auch schon die Schlange, man sieht sie. Diese böse, böse Schlange, die wir jetzt dann gleich killen. Na komm, steig ab. Hä, warum kann ich nicht absteigen? Ah, jetzt hier. Okay, das sieht alles ganz, ganz komisch aus. Ich habe keine Ahnung, ich kann nicht immer hitten anscheinend. Oder doch? Ich schwöre, warum kommt keiner? Keiner kommt bei der Beschwörung schon wieder. Aber wir machen gut Damage. Wir machen ordentlich Damage. Ja, diese Schlange ist halt nicht wirklich eine Herausforderung. Aber das macht ja nichts. Hauptsache, wir haben sie dann gekillt. Vielleicht kommt doch jemand. Was macht die denn für eine Todesattacke? Mehrfach 1000 mal hier 130 Schaden. 1300. Oh, wir haben sie eingefroren. Naja, ein bisschen. Yeah.
Ja, diese Attacke, glaube ich, kann man gar nicht ausweichen. Eine richtig krasse Attacke. Gleich haben wir sie geschafft. So, kleine Schlange. Dann haben wir dich mal geschafft. So, leckeres Schlangenragout ist somit fertig. Und da ist die Königspython. Großartig. Ja. Mann, ich hab wirklich alles gegeben. Der Menschenfresser ist abgeschlossen, die Mission. Ich bin vollkommen ausgelaugt. Im Prinzip hat sie uns nicht gefressen, sondern wir haben die Schlange gefressen. Warum steigen wir bei so einem Wetter aus und laufen rum? Die Antwort heißt immer noch, weil wir es können. Auch im Regen. Wir sind nicht aus Zucker, daher ist das kein Problem. So, die Mission gehen wir jetzt mal ab. Ah, ihr seid zurück. Ja, wir sind zurück. Oh. Ja, siehst du mal, wie gut wir sind. Und Mega Phoenix, jawohl. Habt ihr schon was? Oh ja, das haben wir. Haben wir? Wir essen lieber nochmal was. 3000, aha, Peanuts. Okay. Wobei, wenn ich das angucke, das sieht richtig gut aus. Boah, das sieht echt gut aus. Da bekommt man wirklich Hunger. Also eine Mission müsste es hier noch geben, ne? Ja, schafft ihr das? So, das ist Dämon Wall. Okay, das wird auch auf jeden Fall sehr lustig. Dann werden wir die mal annehmen. Erledigt den Job. Ich denke mal, schwieriger als der Ayakashi, dieser Schwertkämpfer, wird dann nicht sein, dieses Dämon Wall. Das ist irgendwo hier im Dungeon. Im Dungeon? Wahrscheinlich im Dungeon, oder? Ja, weil das unten ist, das könnte echt irgendwo im Dungeon sein. Gut, allerdings werden wir jetzt hier erstmal den Part beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet wieder im nächsten Part ein. Mein Name ist Gelato86. Würde mich natürlich auch riesig freuen über Kommentare, Däumchen hoch und ein Abo. Und wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet wieder ein. Bis dahin sage ich bye bye, winke winke und ciao ciao.